Hallo meine Lieben, euer Pain ist wieder am Start. Heute reden wir über die neue Season. Die haben ja bei dem Clip von Revenant haben die ja ein Mädchen gezeigt, dass die Eltern von ihm umgebracht werden. Sie weint, sie kriegt einen Talisman, der wie ein Wolf aussieht. Da hat man sich überlegt, ja, was könnte das echt sein? Wird sie die nächste Legende? Ja, es ist Loba. Es wird ein Mädchen, also eine Frau jetzt, die körperlich recht gut ausgestattet ist, also größer als die anderen Frauen. Und sie ist eine Meisterdiebin. Jetzt, was hat eine Diebin bei Apex zu suchen? Das ist die Frage. Was hat sie echt für Skills? Was denkt ihr euch dabei? Unten mache ich noch den Link zum Video, wo man sieht, dass sie eine Meisterdiebin ist. Und ja, eine Diebin und sie kriegt einen Talisman, Wolf. Was wird sie echt für Attacken oder für Ultimates haben? Das wird echt interessant. Als Diebin könnte ich mir vorstellen, dass sie Fallen setzen kann, aber wir haben halt schon zwei, die Fallen setzen. Vielleicht doch etwas mit einem Wolf. Vielleicht ist sie schnell oder sie hat so eine spezielle Attacke zwischen etwas zwischen Bloodhound und vielleicht Mirage, so irgendwie Tarnung und Schnelligkeit. Ja, ich kann mir noch nichts dabei vorstellen. Was stellt ihr euch vor? Schreibt das bitte unten in den Kommentaren. Kommen wir zum heutigen Clip. Neben den Fragen, die ich euch gestellt habe, zeige ich euch jetzt auch noch zum Abschluss der Season. Da habe ich mit Pain Live TV habe ich bei einem Rangspiel sozusagen habe ich fast die 20 Kills geholt, leider nur 19, weil am Schluss einfach zu wenig Gegner noch da waren und ich war nicht zu aggressiv am Spielen, weil ich war alleine, wie ihr seht. Doch musste ich halt ja trotzdem dadurch. Ich habe leider nur 19 Kills gemacht. Und was aber absolut cool in dieser Runde war, ist, wie viel Damage ich gemacht habe. Ich habe immer so meine höchste war so 4, 4, 4, aber ich habe noch nie über 5 geschafft. Und bei der Runde habe ich über 5 geschafft. Ich habe 5300 Damage gemacht. Und das war echt nicht einfach. Ihr seht, ich bin da voll im Kampf gegen 3 Stück und ich pushe, dann bin ich wieder defensiv. Also ich spiele vorsichtig und gleichzeitig versuche ich Damage zu machen und die Kills zu holen. Ich habe nicht den ganzen Clip reingemacht, weil das dauert einfach zu lange, 20 Minuten mir zuzuschauen. Muss jetzt auch nicht sein. Ich habe gedacht, so die letzten 4 Squads wäre sicher interessant für euch, um reinzuschauen. Ihr seht, ich spiele die R301 und die Hemlock. Die Hemlock mit einem Triggerstopper bei dem Controller ist echt stark. Also ihr seht, ich melte die Gegner richtig runter. Und ja, ihr seht, das ist so. Es geht so schnell. Man muss natürlich die Gegner mit jedem Schuss treffen, aber es ist viel einfacher mit dem zu triggern, wie mit der G7 Scout. Auch mit der G7 ist es cool zu triggern, aber mit der Hemlock bist du natürlich schneller. Und wenn du zielgenau schießt, dann droppst du die Gegner von sehr weit weg auch runter. Und das macht die Waffe so stark. Das Rotieren im Spiel ist sehr wichtig. Ihr müsst immer auf die Zone achten und schauen, okay,
wo gehe ich da am besten in die Zone rein, wo kann ich safe spielen, wo kann ich die Kills holen, wo kann ich auch wieder gut rotieren. Zum Beispiel die Gegner auf dem Dach sehe ich jetzt nicht. Der Hintergrund ist so gleichfarbig wie die Gegner. Also was muss ich? Ich muss rotieren. Ich muss jetzt nicht noch versuchen zu zielen und zu kämpfen, weil ich bin im Nachteil. Und ich bin ja sowieso auch alleine. Ich versuche es jetzt aus der Position und da wird es nicht besser. Man sieht die Gegner fast nicht. Und wenn sie zu dritt auf mich schießen, bin ich natürlich schnell tot. Also was mache ich? Ich rotiere. Mit Bangalore natürlich super. Mit Smoke und wenn jemand auf dich zielt, bist du schneller. Da gehe ich so weit, dass ich denke, okay, jetzt habe ich eine bessere Position. Jetzt von hier sieht man die Gegner besser. Und versucht auch wirklich zurückzuschießen. Ohne zu sterben natürlich. Weil das schreckt den Gegner ein bisschen ab. Wenn man nur immer abhaut, dann ist man, ja, ein einfach gejagtes Tier irgendwie so. Natürlich hier raufklettern und jetzt von hier habe ich eine super Position, da sehe ich die Gegner, die auf ein anderes Team schießen. Ich habe jetzt hier auch gehofft, dass das ein 2x1-3er-Team ist oder wenigstens ein 2er- und ein 3er-Team, dass ich die 20 Kills holen kann in einem Rangspiel. Leider waren es da 3 und beim anderen waren es nur noch 1. Ihr seht mit der Hemlock, du kannst sehr genau schießen und sehr schnell. Ich werde natürlich, sobald die Season raus ist, sofort ein Video machen, ein Tutorial machen. Ich werde sicher mit der Loba sehr viel spielen, um extra für euch ein Tutorial zu machen, wie man am besten mit der Loba dann klarkommt. Und ich freue mich auch auf die neue Season, wieder Rangspiele machen zu können und neue Clips für euch. Vergisst bitte nicht, mich zu abonnieren, einen Like da zu lassen, das unterstützt mich sehr. Aktuell habe ich jetzt verschiedene Spiele gespielt, deswegen schon lange nichts mehr von Apex. Ich habe Final Fantasy gespielt, ich habe Warzone gespielt und ich habe wieder zurückgefunden zu Monster Hunter. Da werde ich in Zukunft vielleicht auch ein, zwei Clips machen. Falls ihr die Spiele kennt, gebt einen Kommentar ab, würde mich freuen. Ihr seht, ich habe hier noch jetzt im letzten Kreis natürlich mit der Ulti habe ich sie aus dieser Ecke rausgelockt und mit dem Hemlock habe ich sie zerstört. Der letzte, der hat auch kein Leben mehr, um sich zu heilen. Und da mache ich noch wie ein Trickshot. Ich gehe hoch, schieße nur noch einmal, laufe zurück. Also, bam. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr schreibt ein paar Kommentare über die Loba. Würde mich echt interessieren, was ihr denkt, was für Skills sie haben wird. Schönen Abend, bleibt gesund, bleibt zu Hause, euer Pain. Peace out. What do you think now?